Hey Leute, ich bin's wieder, euer Mirsa und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Mirsas Euro-Aufstellungstipps auf meinem YouTube-Channel. Ja Leute, mir ist was ganz Blödes passiert, gerade eben eigentlich. Ich habe diese Folge hier eigentlich schon aufgezeichnet gehabt, also die komplette jetzt, die Aufstellungstipps plus das Gameplay. Und dann, als ich im Nachhinein das Ganze schneiden wollte, um es dann hochzuladen, habe ich gemerkt, dass meine Lautstärke, ja, von dem Mikrofon hier, einfach extrem gering war. Das passiert mir ab und zu, dass die Lautstärke einfach runtergeht. Da muss ich bei Einstellungen immer alles also laut stellen und dann geht das. Normalerweise mache ich auch immer eine Testaufnahme und so. Nur dieses Mal dachte ich mir, ach egal. Und ja, einmal nicht gemacht und sofort verkackt. Ganze Folge war quasi für den Arsch, weil die Tonhöhe, also das war einfach viel zu leise, ja. Und kacke, jetzt mache ich es einfach nochmal. Und im Endeffekt mache ich es dann so, dass ich das Gameplay, was ich ja schon aufgezeichnet habe, hänge ich einfach dran. Es wird kein Kommentar geben, das heißt, es wird nur quasi das Gameplay da sein dieses Mal. Und geht ja jetzt nicht. Ich könnte zwar drüber reden, ja, einfach mal so, das wäre nicht live oder so, aber ich lasse es diesmal so laufen. Ich habe da sowieso ein kleines Special geplant. Die Folge danach wird ganz interessant werden. Da werde ich mein Gameplay auch ein bisschen so analysieren, weil ich auch ein paar Fragen bekommen habe bezüglich meines etwas neueren Spielstils. Und apropos neuerer Spielstil, ihr seht ja hier, Portugal ist die zweite Mannschaft, die ich machen möchte, einfach aus dem Grund, Cristiano Ronaldo, ja, ist einer der besten Spieler, also ist in FIFA der beste Spieler und ist weltweit zurzeit auch der beste, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen Portugal, weil sie auch in FIFA einfach sehr gut zu spielen sind. Ich habe ja gesagt, ich mache die Top 8 und Portugal ist ganz oben auf jeden Fall mit dabei. Und ich habe mir die 4-3-2-1-Formation ausgesucht, die ich nämlich jetzt auch sehr ausgiebig trainiere im normalen Modus und auch im FIFA Ultimate Team. Das habt ihr bestimmt auch gemerkt in der letzten Folge, wie es da abging. Und deswegen habe ich das auch bei Portugal gemacht, weil es einfach super passt von den Spielern her. Und wir schauen uns jetzt einfach direkt genauer an, warum die Spieler so gut dahin passen, warum diese Aufstellung so gut ist und wie stark diese Mannschaft ist. Also wir fangen direkt hier im Tor an. Da gibt es zwei Alternativen. Also es gibt hier einmal Patricio und dann gibt es ganz unten Lopez. Ja, der hat zwar eins mehr von der Gesamtstärke, aber ihr werdet bei der Größe sehen, dass Lopez 1,84 ist und Patricio ist 1,90. Und das ist schon ein großer Unterschied, ja, bei Torhütern. Auf jeden Fall bei 11 Metern merkt man es mega, ja, wenn einer viel kleiner ist, dass Schüsse, die genau ins Eck gehen und wenn man ein Stück rüber geht, dass die größeren Torhüter dann noch halten und die kleineren Torhüter dann trotzdem nicht halten. Ja. Gerade bei 11 Metern ganz wichtig und so im Spiel natürlich auch. Lopez hat zwar enorme Vorteile bei Torwartreflexe, ja, das sieht man ja auch hier. Patricio hat dann bei den anderen Werten etwas mehr, ja, abgesehen von Flugparaden. Also insgesamt ist es nicht falsch, beide zu. Also ihr könnt Lopez probieren und Patricio. Ich lasse Patricio, weil er einfach um einiges größer ist und das mir einfach mehr Sicherheit gibt. Und so ist er auch ein guter Torhüter, deswegen steht der im Tor. So, Innenverteidigung, Pepe und Alves. Da braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Beides mega aggressive Spieler. Ja, Pepe sieht man hier, Aggressivität 94, Alves 90, Stärke 88, Pepe 83. Das heißt, Alves ist noch ein Tick aggressiver deswegen und stärker, deswegen etwas langsamer als Pepe. Aber beides Top-Innenverteidiger, es gibt hier keine Mega-Alternative auch. Alves war schon immer ein guter Innenverteidiger, der bleibt auch hier fix gesetzt. Und ja, die Außenverteidiger, Eliseu ist erst einmal ein richtig schneller Außenverteidiger. Antritt 78, Sprintgeschwindigkeit 85 und Ausdauer 84. Also genau das, was wichtig ist für einen Außenverteidiger. Auch eine enorme Aggressivität. Ja, sieht man bei Portugal, sind alle ziemlich aggressiv. Und was für eine Besonderheit Eliseu hat, er kann richtig draufballern aus der Ferne. Das sieht man hier. Fernschüsse 88 und Schusskraft 89. Ja, das heißt, wenn man mal in die Situation kommt, um zu schießen, bam, ja, drauf mit Eliseu und der Ball könnte im Tor landen. Ja, richtig starker Linksverteidiger. Ja, und aus der Rechtsverteidigerposition habe ich den umgeschulten Vierinha spielen, weil er da die beste Alternative ist. Ihr seht auch, er ist sehr schnell. Ja, er ist ein Mittelfeldspieler, der umgeschult wurde auf Rechtsverteidiger und hat eine super Technik. Ja, auch sogar einen Abschluss mit 73. Das heißt, mit dem kann man sich auch gut durchkombinieren und ab und zu mal den Abschluss suchen vielleicht oder halt reinzuflanken. Ihr seht ja hier, er ist Forster, also richtig stark. Und er wurde von Mittelfeld auf Rechtsverteidiger umgeschult, steht ja auch da. Also richtig nice, den lassen wir auf jeden Fall da spielen. So, das Mittelfeld, das kann sich ebenfalls mega sehen lassen. Und zwar sind das alles echte Maschinen. Wir haben hier einmal Moutinho, ja, der ist ja schon ewig hier bei Portugal, Stammspieler. Er ist für einen Mittelfeldspieler ist er super, hat eigentlich diese perfekten Werte. Er hat eine tolle Ausdauer mit 91, also quasi Motor. 67 Sprintgeschwindigkeit ist jetzt nicht mega viel, aber 75 Antritt trotzdem noch und die Ausdauer macht es dann im Endeffekt einfach aus. Und ihr seht, er ist allgemein einfach ein richtig guter Allrounder. Er hat eine tolle Technik, er kann gut passen,
Ja, er hat gute Schusswerte auch eigentlich. Ihr seht, Abschluss 73, dann Schusskraft 77 und Fernschüsse 82. Das heißt, er kann eigentlich alles. Und das ist richtig nice. Ja, schwacher Fuß 4 Sterne, das heißt, mit dem kann man drauf schießen. Er kann offensiv als auch defensiv spielen. Ich lasse ihn lieber im normalen ZM, ja. Dann kann er ab und zu mal nach vorne gehen und auch hinten quasi mit aushelfen. Ja, natürlich, Priorität ist einmal hinten stabil zu stehen. So, dann links der Kollege Sanchez, der jetzt bei FC Bayern unter Vertrag ist. Das ist eine echte Maschine. Schaut euch das an hier. 83 Antritt, 86 Sprintgeschwindigkeit, 92 Ausdauer, 81 Stärke, 90 Aggressivität. Das ist eine echte Macht. Auf den freue ich mich sehr beim FC Bayern nächstes Jahr. Und er hat zwar hier noch kein Bild, aber das kommt bestimmt noch dazu, wenn er jetzt bei Bayern spielt. Und ja, sonst auch Schusskraft 85 und Fernschüsse 77. Kann also auch aus der Ferne schießen und schwacher Fuß ebenfalls 4 Sterne. Richtig nice, der Jungspund hier in dem Fall, 18 Jahre. Also richtig nice. So, auf der rechten Seite João Mario, ebenfalls ein Motor. Ja, 87 Ausdauer, 77 Sprintgeschwindigkeit mit 75 Antritt. Ja, er ist halt der eher der technisch versiertere Part. Also quasi jetzt, wenn man ihn und Sanchez vergleicht. Ja, er hat halt mehr Technik. Und gute Passwerte, kann aber auch aus der Ferne schießen ab und zu, also 77 Schusskraft, 71 Fernschüsse, kann man mal probieren, ja, der kann auch mal abreißen, weil der ist ebenfalls mit 4 Sternen auf dem schwachen Fuß sehr versiert da. Also richtig nice, das Mittelfeld sind echte Maschinen und das soll es ja auch so sein, ja, und bei dieser Aufstellung gerade sehr wichtig, Mittelfeld, laufen, laufen, Bälle erobern, schnappen, kontern, ja, ganz wichtig, ich erkläre das hier nochmal ganz genau später. So, die Stürmer, ja, nehmen wir gleich mal hier CR7, Cristiano Ronaldo, da brauchen wir nicht viel dazu sagen, ja. Bester Stürmer in FIFA, bester Stürmer der Welt und eine Macht. Ja, rechts Nani, immer noch sehr stark, der war früher noch etwas schneller, jetzt ist er immer noch schnell, ja, das passt trotzdem noch und die Technik ist immer noch super, Abschluss 75 ist okay, Schusskraft und Fernschüsse, er kann aus der Ferne schießen, ja, hat auch solide Passwerte, also richtig nice, ist ein 5-Star 4-Star, richtig nice, also Spezialbewegungen 5-Star und schwache Fuß 4-Star, super, aber mit dem kann man so gut skillen, also das werdet ihr dann im Gameplay dann auch sehen, wie gut das geklappt hat. Ja, richtig nice. So, Rafa auf der linken Seite, da gab es jetzt quasi die Überlegung von mir, lasse ich jetzt Rafa spielen oder Quaresma? So, ich habe mich für Rafa entschieden, weil er einiges schneller ist als Quaresma, ja, und bei dieser Aufstellung ist es nun mal wichtig, wenn man den Ball erobert in der Mitte oder halt einen schnellen Spielaufbau macht, dass die Stürmer vorne laufen, dass es schnelle, bewegliche Stürmer sind. Und Rafa ist nun mal so ein schneller, beweglicher Stürmer. Ihr seht das hier im 93 Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit 90. Also richtig nice. Und deswegen lasse ich ihn vorne spielen. Er hat auch ein solides Dribbling. Er ist ja nicht so, dass er keine Technik hat, sondern er hat auch die Technik. Und später bringe ich dann quasi Quaresma. Ja, der ist von der Technik her natürlich um einiges besser, ist etwas langsamer, aber wenn man den ab der 45. also ab der zweiten Halbzeit oder ab der 60. bringt, dann gibt er natürlich Vollgas. Richtig nice. Und 4-Star, 4-Star Rafa, 4-Star, 5-Star Quaresma. Also das sind echte Dribbler bei Portugal. Super Spieler, super versiert und ja, macht einfach richtig Spaß, mit denen zu zocken. Ja, das ist die erste Elf soweit. Ich zeige euch jetzt mal die Anweisungen. Ihr habt mich auch bei Mirzagos Ultimate Team gefragt, bezüglich dieser Aufstellung, was für Anweisungen habe ich da? Ich soll sie mal zeigen. Also es sind die gleichen Anweisungen, die ich jetzt hier eingestellt habe. Und ich zeige es sowieso dann nochmal bei Mirzagos Ultimate Team, falls jemand das hier jetzt nicht sieht. So, wir fangen hier an bei Elise und Vierinha. Das heißt, die Außenverteidiger hinten bleiben. Und energisches Abfangen. Das heißt, Viererkette ist kompakt, aber trotzdem immer sofort der Druck, wenn die Gegner kommen. So, Mittelfeld, Moutinho, hinten absichern, mit hinten bleiben und am Strafraumrand bei Flanken. Wir haben gesehen, er kann schießen aus der Ferne. Das heißt, wenn sich mal der Schuss aus der zweiten Reihe ergibt, bam, draufballern und der Ball könnte drin sein. Ja, so, die beiden Kollegen von ihm quasi, den Mittelfeldspieler, beide nach vorne orientieren und am Strafraumrand bei Flanken, weil die können alle aus der Ferne schießen. Und nach vorne orientieren, ihr braucht da keine Angst haben, dass alle wie die Verrückten nach vorne laufen. Ja, es ist so, wenn ein bis zwei Spieler da von denen nach vorne laufen, einer bleibt immer hinten und sichert ab. Ja, das heißt, ihr habt immer mindestens fünf Mann hinten und die anderen unterstützen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich sowas von ausnutzen, nach vorne orientieren. Nicht jetzt hier ausgewogener Angriff oder defensiv oder halt hinten bleiben. Schön nach vorne orientieren. Ihr seid trotzdem kompakt, ihr macht trotzdem Druck. Und dann, wenn ihr den Ball erobert, dann geht es richtig heftig nach vorne. Also unbedingt das machen, zumindest ausprobieren. Bei mir klappt es super. Ja, vorne die Stürmer, Ronaldo hat alles hier ausgewogen, ganz einfach deswegen, weil ich nicht möchte, dass er die ganze Zeit in die Spitze reinläuft und immer wieder nur überlaufen, überlaufen, überlaufen. Ja. Er soll das ab und zu machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt und ab und zu soll er, will ich ihn ja auch anspielen und dann quasi mal ein bisschen dribbeln mit ihm und dann die Bälle verteilen. Ja. Wenn ich jetzt nur auf Abwehr überlaufen mache, dann passiert immer dasselbe. Ja. Und so lasse ich mir die Möglichkeit offen, mal das zu machen, mal das zu machen. Deswegen ganz normal und Abwehrkette unter Druck setzen. Ja. Bei den anderen beiden auch mal hier Abwehrkette unter Druck setzen, ja, bei beiden,
So, und jetzt das Besondere ist hier, nach außen ziehen. Ja, bei dieser Aufstellung, das habt ihr bei mir noch nicht gesehen, jetzt ist das erst, nach außen ziehen, ganz einfach deswegen, das ist ja eher so eine mittelfeldorientierte Formation quasi, wenn ich schnell nach vorne spiele, also es geht durch die Mitte. Aber wenn ich es mal langsamer angehen lasse mit dem Spielaufbau, dann, also wenn ich mal herumpasse, dann ziehen die beiden Außenstürmer nach außen und ich kann quasi über außen die Bälle, ich kann sie anspielen und dann doch über die Flügel gehen, ja. Und das ist taktisch deswegen so, wenn ich schnell nach vorne spiele, dann kann ich ihn so anspielen und wenn ich aber etwas langsamer spiele und versuche irgendwie den zu schicken, dann laufen die nach außen, dann kann ich schöne Steilpässe über außen spielen und dann in 1 gegen 1 Situationen gehen. Richtig nice. Deswegen beide nach außen ziehen und ja, Abwehrkette unter Druck setzen. So viel zu den Anweisungen. Die individuelle Taktik sieht so aus. Aufbauspiel, Geschwindigkeit und Passspiel 60-40. Das heißt doch etwas zügiger nach vorne, aber nicht zu schnell am Anfang. Ja, so. Bei der Chancenerarbeitung Passspiel 75, da sind wir schon quasi im riskanteren Spiel nach vorne. Die Spieler sollen laufen. Je höher hier der Wert, desto mehr laufen die Spieler in die Lücken und suchen halt die Mitspieler suchen halt die riskanten Pässe, damit es gefährlich wird. Deswegen 75, Flanken 40, weil wir haben vorne Cristiano Ronaldo. Soll nicht zu wenig sein der Wert. Ab und zu kann man mal reinflanken, vielleicht macht er den ja. Und Schussverhalten 30, das heißt, Spieler sollen sich schön anbieten, das für Doppelpässe. Und wir haben ja am Strafraum per Flanken, falls ein Ball abprallt, dann können wir trotzdem aus der zweiten Reihe schießen. Also wir wollen uns da jetzt nicht mit hohen Werten darauf fixieren, dass wir immer wieder aus der Ferne schießen. Wenn sich das anbietet, dann schießen wir drauf. Aber so sollen sie sich anbieten und kombinieren. Genau, freie Wahl, damit schön variieren. Ja, hier kann man beides nehmen. Also testet es einfach mal geordnet oder freie Wahl, was euch besser passt. Verteidigung, die habe ich direkt übernommen vom hohen Druck. Ihr seht das, 85, 75, 25. Weil bei dieser Aufstellung würde ich einfach mega mäßig Druck machen. Ja, drauf, drauf, drauf und gar nicht atmen lassen. Bälle erobern und dann schnell und gefährlich kontern. Das klappt so gut bei mir jetzt. Ich komme zu viel mehr Chancen als sonst, weil ich so viele Bälle erobere und schnell nach vorne spiele. Und wenn der Angriff dann halt, irgendwann, wenn es ein Fehlpass ist, macht er nichts. Ja, dann kriege ich ja gleich danach wieder eine Chance. Aber wenn ich langsam aufbaue ständig, das habe ich halt gemerkt in FIFA 16, langsam aufbaue, schön über die Flügel und so und dann verliere ich irgendwann den Ball und dann bin ich offen und anfällig für Konter. Und so, wenn ich aber schnell nach vorne spiele, dann kann er mich nicht schnell auskontern, logischerweise, ja, weil ich auch etwas schneller nach vorne spiele. Und das ist richtig nice. Deswegen auf jeden Fall hohen Druck, 85, 75 Aggressivität und Verschieben 25. Also wie bei hoher Druck. In dem Fall habe ich aber hier Abschirmen und nicht Abseitsfalle, weil es hier mit Abschirmen doch etwas die sicherere Variante ist. Aber probiert einfach mal beides aus, Abseitsfalle und Abschirmen. Und klappt beides, ja, ihr müsst euch nur wohlfühlen. Schaut da mal, was besser passt. Ich habe hier in dem Fall Abschirmen, funktioniert auch ganz gut, also ziemlich sichere Variante sogar. Ja, das ist soweit zu den Taktiken, zu den Anweisungen und zu der Aufstellung. Richtig nice, ja, also funktioniert auch super vom Spielaufbau, vom Spielstil. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich jetzt das Gameplay laufen lasse. Ja, ich kann es leider, ich habe es schon einmal kommentiert, aber ich kann es so nicht einfach laufen lassen. Man hört mich wirklich kaum bis gar nicht. Es hat mich echt geärgert, als ich das Ganze aufgezeichnet habe und jetzt musste ich nochmal aufzeichnen. Ich meine, ich mache es ja gern für euch, aber dieser Fehler wird mir auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Und genau, achtet einfach mal darauf, wie das funktioniert mit dem nach außen ziehen. Ja, wenn ich aufbaue, wenn ich die Pässe spiele, wie die Flügelstürmer nach außen laufen und ich da schöne Bälle spielen kann, um dann in die Mitte reinzuziehen. Ja, und ich kann euch sagen, das Gameplay wird nicht ganze 90 Minuten dauern, weil mein Gegner abbricht. Ja, also ich kann schon im Vorhinein sagen, mir ist wichtig, dass ihr jetzt nicht darauf achtet, wie ich da einfach nur, dass das ganze Gameplay ist, sondern achtet einfach gezielt darauf, was ich da mache, okay? Und ich werde zu dieser Aufstellung nochmal extra ein Video machen. Ihr habt mich ja darum gebeten, nochmal euch genauer zu erklären, was mache ich jetzt genau so anders, was ist so effektiv, ja? Und ich habe ein bisschen drüber geredet auch beim Gameplay, aber ich habe mir vorgenommen, ich mache das jetzt nochmal extra, dann eine extra Aufnahme, wo ich mich genau auf das spezialisiere und konzentriere und das kommt dann demnächst. Jetzt achtet einfach mal darauf, wie ich schnell nach vorne spiele, ja, schneller nach vorne, aber trotzdem sicher, ja, und mir trotzdem ab und zu mal erlaube, wenn ich einen Fehlpass mache, ja, ist nicht so schlimm, dann erobere ich schnell den Ball und wieder ein Konter und schnelle Angriffe, klappt richtig gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, ja, das war die zweite Folge, wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock auf mehr habt und wenn ihr noch welche Fragen habt bezüglich auch des Gameplays, was ja jetzt im Anschluss kommt, stellt die Fragen einfach nur und ich werde sie alle beantworten, ja, und es wird sehr interessant und sehr interessanter Spielstil, klappt mit Portugal super, testet es und dann sagt mir Bescheid, ob es auch bei euch geklappt hat, ja. Das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Gameplay und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe. Tschüss, bis dann.